mal her. Jetzt kommen wir weiter zurück. Ich weiß, du willst jetzt das komische Ding mir vor den Mund manipulieren. Ja! Oh. Oh. Oh Mann. Ich wieder gestern zu lange im Internet gesurft. Ja. So, Freunde der gepflegten Kraftsportunterhaltung, wir haben noch mal eine kleine Nachlieferung bekommen von ATX. Wir haben hier einmal den Gewichtständer, darf ich jetzt nicht sagen. Gell? da muss man seitlich hier die Madenschrauben öffnen, das sind sogar zwei. Dann wird es drüber gestülpt, weil das ist einmal eine 30er Aufnahme für 30er Gewichtsscheiben und einmal die 50er für große. Und Marcel hat sich schon wieder köstlich drüber amüsiert. Köstlich. Ja, den schrauben wir gerade zusammen. Die Flatbench ist auch schon gekommen, beziehungsweise haben wir schon aufgebaut, die steht drin. Dann haben wir noch ein Airbike und ganz unten ist die Belt Squat Maschine. Die werden wir heute sogar ein bisschen im Training ausprobieren, was man mit der so an Varianten drauf trainieren kann. Also die ist sehr vielseitig für die Beine, für den Oberkörper, für die Arme, für den Rücken. Das ist also eine sehr universelle Maschine, also deswegen war sie mir auch sehr wichtig. Und man kann quasi rudern, man kann sehr tief wegziehen, aber da möchte ich jetzt nicht drüber viel quatschen. Wir bauen das jetzt auf und dann zeigen wir die euch später. Als nächstes kommen wir zum Airbike. Das ist ein Gerät, ein Fahrrad, was man eher so aus dem Crossfit-Bereich kennt. Ich saß mal drauf beim Basti aus der Buffalo Box in Ettlingen. Das Teil macht Spaß, also ihr tretet quasi mit den Füßen und müsst dann gleichzeitig auch mit den Armen noch arbeiten. Aber das werdet ihr gleich sehen. Wir packen das jetzt erstmal auf. Wir müssen mal gucken, was wir da alles zusammenschrauben müssen. Ja, liebe Freunde, das ist jetzt die Belt Squat Maschine. Also, Belt Squat ist aufgebaut und ich zeige euch jetzt ein paar Sachen, wofür die Belt Squat eigentlich nicht gemacht ist, sondern sie ist eigentlich, so wie sie heißt, Belt Squat. Da kommt ein Gürtel um deine Hüfte und dann kannst du damit squatten, um quasi den Druck vom Oberkörper wegzunehmen. Wenn der mal müde ist nach dem Kreuzheben oder nach anderen Übungen, dass du quasi nur mit den Beinen beugst, das machen wir jetzt gleich. Und dann zweckentfremden wir die ein bisschen, weil gerade fürs vorgebeugte Rudern ist das Teil ein Gedicht. Aber jetzt machen wir erstmal mit dem Gürtel die Kniebeuge-Variante. Packen jetzt ein bisschen Gewicht drauf und dann zeige ich euch die Funktion mit dem Safety Lock und alles. Und ja,
wird eine spannende Geschichte. Bis gleich. So, das hier ist der Gürtel. Ich hoffe, der passt mir. Dann zeige ich euch mal. Oh, war ganz knapp, Marcel. Ganz knapp. So, steigt drauf. Und dann optional, das ist jetzt ein bisschen zu knapp. Ihr seht ja, dann würdet ihr euch quasi den Arm von der Belt Squat zwischen die Beine hauen. Wir nehmen uns jetzt eine Kette. Also wir haben jetzt gerade keine Kette zur Hand. Wir haben jetzt einfach mal eine Schluppe genommen und die mal doppelt hier reingewickelt. Das müsst ihr euch ein bisschen justieren von der Größe her, beziehungsweise wie tief ihr beugen wollt. Aber jetzt Achtung. Ihr steigt aufs Gerät. Hakt quasi das Ende eurer Kette oder Schluppe ein. Dann müsst ihr schon mal ein bisschen beugen. Dann setzt ihr eure Füße. So, dann hebt ihr das an, dann kommt die Sicherung raus, zack, und zur Sicherheit hebt ihr euch hier ein bisschen fest, weil am Anfang ist es ein bisschen tricky. Ihr merkt quasi, dass es euch die Hüfte nach vorne zieht und quasi der obere Rücken und der untere Rücken ist überhaupt nicht belastet. Und jetzt müsst ihr einfach gucken, wie sich das anfühlt, runterzugehen, am besten die Hände hin. Versucht immer weniger mit den Händen, mit den Fingern hier zu greifen, einfach nur um die Balance zu halten. Setzen und aushaken. Also ich merke jetzt, es ist eine komplett andere Bewegung wie die Kniebeuge. Du machst zwar hier Kniebeugen drauf, aber es ist eine komplett andere Bewegung. Quasi der Oberkörper bleibt extrem gerade. Marcel, es erinnert mich an das Aufstehen mit einem Atlas Stone. Das Aufstehen mit einem Lock, wenn du einen Lock umsetzt. Das Aufstehen, wenn du ein Sandbag auf dem Schoß hast. Also quasi die ganzen Sachen, was ich ständig predige, wenn ihr einen Stone auf dem Schoß habt. Denkt dran, wenn ihr den Stone wegzaubert, dass ihr nach hinten kippt. Und das gleiche ist die Belt Squat Machine. Die hebt euch. Ihr könnt euch ein bisschen nach hinten lehnen. Und wenn ihr dann aus der Beuge rauskommt, schiebt ihr automatisch die Hüfte vor. Die Maschine, also ich habe sie jetzt zum ersten Mal ausprobiert, die ist perfekt, um den Lock-Umsatz zu trainieren, Stones zu trainieren, gerade das Aufstehen, quasi alles, was du zuerst auf dem Oberschenkel umsetzt, umgreifst und dann hochkommst. Ich merke es ziemlich, also es geht gut auf dem Oberschenkel, es isoliert den Oberschenkel, haben sich fein ausgedacht, ist richtig gut. Ist auch durchdacht mit der Sicherung und alles, sie ist auch platzsparend gebaut, alles stabil. Und jetzt machen wir noch ein, zwei Übungen, wofür ich sie, muss ich schändlich gestehen, eigentlich haben wollte. Fürs Rudern. Du kannst auch Bizeps machen und viele andere Geschichten. Aber wir fangen jetzt erstmal mit dem Rudern an. Jetzt muss ich mich erstmal befreien hier aus der Schluppe, Marcel. Zweite Übung. Wie gerade eben schon gesagt, wofür ich eigentlich die Belt Squat wollte. Ich wollte sie zweckentfremden, aber das Squatten ist echt gut drauf. Ist das Rudern. Viele rudern nicht tief genug. Also sie rudern bis hierher, ne? Und dann rudern sie die Geschichte hier, ne? So, bis hier. Normales Langhantelrudern. Okay, du könntest dich jetzt auch auf ein Podest stellen, dass du tiefer rudern kannst, aber die Belt Squat ist dafür wie gemacht. Warum tief rudern? Viele sagen, ja, dann wird der untere Rücken krumm. Man sollte nicht so tief rudern. Im Strongman musst du tief rudern, weil du hebst einen Atlas Stone sehr tief an. Viele Athleten haben gar nicht mehr die Range of Motion, so tief runterzukommen, weil du musst quasi den Stone
auf Bodenhöhe angreifen, ne? Weil er ist ja rund und dann greifst du quasi ganz unten hin. Also musst du fast schon auf Knöchelhöhe musst du rudern. Sandbags, das gleiche. Oder irgendwelche anderen Implements, was man im Strongman hochhebt, haben keine genormte Standardhöhe. Deswegen muss man tief rudern. Und jetzt kommen wir zur Bell Squat. Die müsst ihr euch nur am Anfang anders einstellen. Zeige ich euch jetzt mal. Deswegen hebt jetzt den Arm an. Ich weiß jetzt gar nicht, wie schwer das ist. Sicherung raus und ganz nach unten. Dann nehmt ihr irgendeine Stange, irgendeinen Griff, hakt den unten ein. Na, kleinster Karabiner wieder genommen. So, ihr seht schon, wie tief das ist. Und könnt dann quasi von hier, richtig von unten fast, von hier rudern. Und jetzt ist der Kopf rot, gell? Geht. Doch, ist schon rot. So rot wie die Handelscheiben. Ne? Also, tiefes Rudern. Es ist so die Mechanik von hier erinnert mich an das bayerische Steinheben, weil da zieht man ja auch den Griff tiefer raus wie der Knöchel. Beziehungsweise man kann sich's einstellen. So, und jetzt passt auf. Jetzt kommt's, Marcel. Achtung. Dum, dum, dum. Brauche ich noch den Karabiner? Also, Karabiner rein. Das ist das Schöne an der Bell Squat. Sie hat unten gerade einen Haken, Marcel, wenn du mal drüber filmen willst. Unten gerade einen Haken, kann man das einfach einfädeln oder braucht man nichts klipsen oder sonst was. So, steigt hier drauf. Bis auf Null unten. Quasi perfekte Assistentübung für die Adler Stones. Ich ruder quasi mit meinem 60er oder 80er und 100er Stein, aber gerade für Athleten, die jetzt mit einem 60er noch nicht rudern können und sich glücklich schätzen können, so eine Bell Squat zu Hause zu haben. Man kann sich auch selber irgendwas aus Holz bauen, eine Schale oder so, und dann kann man da rudern. So, geht weiter. Bizeps. Nächste Übung oder nächste Variante, das Teil ist ja so vielfältig, ihr könnt da einiges mitmachen. Bizeps Curls gehen natürlich auch. Da müsst ihr nur eins gucken. Dieses Teil hier in der Mitte, das stabilisiert quasi die zwei Holme, dass das alles schön fest ist. Gerade bei meiner Körpergröße, wenn ich das jetzt hier hochcurl, kann sein, dass der untere Arm gegen dieses Teil schlägt. Deswegen müsst ihr dann optional diese Kette hier etwas verlängern. Also ich passe jetzt ein bisschen auf, dass ich nicht anschlage. So. Seht ihr? Bei meiner Körpergröße hat das Teil noch etwas Luft. Wenn jetzt jemand mit 2,5 Meter das trainiert, da könnte dann oben anschlagen. So wie jetzt gerade. Deswegen einfach den Strick ein bisschen verlängern mit einer Kette oder so. Dieses Teil ersetzt kompletten Seilzug, also einen Seilzugturm. Alles, was ihr von unten arbeitet, kann dieses Teil komplett abdecken. Von oben leider nicht. Vielleicht, wenn man eine Umlenkrolle dran macht. Doch, Marcel. Doch. Und jetzt gehen wir ATX als Verbesserungsvorschlag. Pass mal auf. Wenn du die Holme größer machst, bis hier hoch und machst oben eine Umlenkrolle rein als Option und machst hier quasi, ne, hier kommt das Seil runter, oder Trizeps machst und Co. und das Seil geht um die Umlenkrolle und du kannst es hier unten einhaken. Hier. Versteht ihr das? Du verstehst es, Marcel, ne? Und dann, wenn du die Trizeps-Option wählen willst, gehst hoch, ne, runter, hängst es ein, klack,
Ich muss mit ATX sprechen. Ist gut, oder? Ja. Dann könntest du mit der Bell Squat geile Kniebeugen machen, rudern, Bizeps, Trizeps. Wenn du zwei Bell Squat Maschinen gegenüberstehen hast, könntest du noch sowas hier machen. Habe ich schon seit Jahren immer gemacht. Was könnte man noch machen? Ja, also das Teil ist multifunktional. Also ihr bräucht ein Power Rack, dass ihr normale Kniebeugen macht für ein Home Gym und diese Bell Squat. Ich freue mich schon auf die nächsten Wochen, Marcel. Das Teil ist gut. Willst du mal probieren Bizeps? Komm, mach du mal Bizeps. Ja, ich mach Bizeps. Mach mal Bizeps. Ich bin Bizeps. So, hier sehen Sie Marcel Kübler. Er hat noch nicht trainiert. Neu. Stell dich drauf. So, jetzt. So, und jetzt. Jawohl. Ja, also der Marcel. Ja, Marcel ist ein sehr gefühlvoller Mensch. Also der ist jetzt hier unten immer angestoßen. Das war's für dieses Mal, liebe Sportsfreunde. Die Bell Squad steht. Die zwei Damenhanteln sind da. Das Airbike ist da. Was kam noch? Die Safety Squad. Hantelständer. Und wir haben wieder was gelernt. Also wer was Universelles für zu Hause braucht, diese Bell Squad Maschine ist universell einsetzbar. Richtig gut. Dann würde ich sagen, ich radel jetzt noch eine Runde und verabschiede mich hiermit. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, der Corona ist bald vorbei. Weil dann gibt es hier einen fetten Wettkampf. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Au revoir.